schön, dass ihr da seid. Ich habe mir gedacht, heute könnten wir wieder mal ein bisschen Traumsurfen. Wir waren jetzt einige Wochen nicht mehr in Dreams unterwegs. Könnte sein, dass es vielleicht ein paar neue interessante Spiele gibt. Ich bin gespannt, was sich getan hat in den letzten Wochen. Ich weiß, dass einige Mario-Spiele verschwunden sind, weil Nintendo gesagt hat, nein, keine Mario-Spiele hier. Aber ansonsten, mal schauen, was dazugekommen ist. Da bin ich gespannt. Ich habe schon gesehen, dass irgendjemand sein eigenes Resident Evil 3 Remake gebaut hat. Da schauen wir auf jeden Fall im Laufe des Abends heute rein. Und ansonsten habe ich noch ein paar andere Spiele auf Lager, wenn es langweilig wird. Kann den Final Fantasy VII Release einfach nicht mehr erwarten. Ah. Was ausgerechnet morgen wieder zur Dialyse. Ach, kommt das schon morgen raus? Oh, das geht mir alles viel zu schnell, ey. Ich kann nicht so schnell reagieren. Furchtbar. Kann ich so schnell so viele Spiele spielen? Nein. Hä? Das stimmt aber nicht. 10. April, ja, das kommt schon morgen. Krass. Hallo, BDVK, wie geht's? Der echte Tobi, hallo. Danke fürs Abonnieren. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Es kommt morgen schon, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Kommt morgen schon Final Fantasy VII. Mensch. Ah, das passt mir gerade gar nicht. Mir geht's auch gut, Dankeschön. So, starten wir einfach mal. Oder machen wir ein bisschen Autosurfen und schauen mal, was uns so erwartet. Ich bin gespannt, welche Kreationen auf uns zukommen. The Last Roll of Toilet Paper. Na, das kann ja schon mal was werden. Das letzte Klopapier. Hi, Felix. Okay, Singleplayer. Normal. Ich bin eine Schnecke. Kann es sein, dass das Titelbild und der Titel The Last Toilet Paper Roll Clickbait ist? Ist es jetzt schon so weit, dass das Clickbait bei Dreams eingekehrt ist? Offensichtlich, weil ich spiele hier eine Schnecke, die zu einem Haus geht. Kein Klopapier, keine letzte Rolle. Wenn ich wenigstens Klopapier wäre. Aber ich bin eindeutig eine Schnecke. Hä? Oh. Nein, und die Steuerung ist ein bisschen sehr schwammig hier. Und ich verstehe jetzt nicht mehr, wie ich hier weiterkomme. Interessant. Naja. Count to 10 and no more steht da unten. Na gut, versuchen wir es mal. Bleiben wir mal 10 Sekunden hier. Hallo Revenge und Hi Skyline. Hallo zusammen. Ah, okay. Ja, da muss ich echt überlegen. Ah, oh, mein Ohr ist eingeklemmt. Au, 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 au. Da muss ich echt überlegen, ob ich dann vielleicht heute Abend, nachts, ich mir das auch noch besorge, damit ich das nachts gleich spielen kann. Irgendwie funktioniert das auch mit den 10 Sekunden Warten nicht. Außerdem ist das wirklich ganz schön irreführende Werbung. Machen wir weiter mit dem nächsten. Ach so, warte mal, das ist jetzt The Last Roll of Toilet Paper? Dann tut's mir leid für das Schneckenspiel, das habe ich falsch. Da kam vorher noch irgendwas, das habe ich dann zu Unrecht abgewatscht dafür. Okay. Ich schätze mal, ich sollte die Dinger da nicht berühren.
Ein Plattformer. Ein recht gewöhnlicher Plattformer bis jetzt. Nur, dass wir Klopapier spielen. Aber hey, mein Gott. Wer in den 90er Jahren Plattformer gespielt hat, der ist Seltsameres gewohnt als eine Klopapierrolle in einem Einkaufsregal. Erinnert mich so ein bisschen an Cool Spot. Von den Größenverhältnissen her und so. Cool Spot war auch ein ziemlich cooles Spiel. Ich glaube, im Original ein 7-Up-Werbespiel, aber bei uns nicht. Ah, ich muss in den Einkaufswagen kommen, ich verstehe. Warum nicht? Geht schon weiter mit dem nächsten? Scheint, oder? Dreams Party. Oh, ist das sowas wie Mario Party? Ah, AI. Kann man sogar zu viert spielen, wenn man 4 Controller hätte. Haben wir jetzt leider nicht. Aber gut. Spielen wir mal Dreams Party. Die 6. Na, ah, das ist doch gemütlich. Das spielen wir mal ein bisschen. Mal schauen, ob das cool ist. Ja, ich würde ja auch irgendwie gern was... Oh, die beiden KIs battlen sich. Ich würde auch fast wirklich gerne was zu Final Fantasy VII machen, weil mich das auch selber interessiert. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was und ich bin gerade mit Resident Evil so beschäftigt. Jetzt dann auch noch Wochenende. Da wollte ich eigentlich nichts machen, weil die Woche echt super stressig war für mich. Was machen wir denn da? Mal schauen. Ich schlafe drüber. Überlege ich mir morgen. Oh oh, jetzt muss ich mich mit der Eule battlen. Muss ich irgendwas machen? Ja, ich muss irgendwas machen. Okay, ich bin bereit. Mein Plan? In meinen Spiele, die releasen und interessant sein könnten, Plan? Warte, was? Tap. Okay, ich glaube, ich habe es raus. Steht Final Fantasy VII sogar drin. Das habe ich mir schon eigentlich eingeplant. Aber irgendwie war die Zeit gefühlt so kurz zwischen Resident Evil 3 und Final Fantasy VII, den Release. Na, vielen Dank, echter Tobi. Dann schönen Abend dir auch noch. Hi, Lucario. Ich glaube, ich gewinne. Yes. Bin gespannt, wie viele Minispiele es gibt. Da spielen wir jetzt, glaube ich, echt ein bisschen. Finde ich interessant gerade. Und ich habe Zeit für den Chat. Es ist perfekt. Wow, der muss aber weit zurück. Das ist ja voll gemein. Gnadenlos, das Spiel. Ja, ich weiß, es ist nur eine Woche dazwischen. Gefühlt, für mich, es ist, ich bin immer total bescheuert. Ich weiß es eigentlich besser. Aber wenn ich dann immer in den Kalender gucke, denke ich mir immer so, oh, eine ganze Woche, das ist ja super viel Zeit. Da kann man ja Bäume ausreißen in der Zeit und die Welt aus den Angeln heben. Und dann plötzlich, bam, ist eine Woche vorbei. Und ich denke mir so, what? Wann ist denn das passiert? Das ist immer wieder das Gleiche. Plötzlich sind ganze Monate vorbei, besser gesagt. Nicht nur Wochen. Wo müssen wir eigentlich hin, frage ich mich. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Die beiden haben kein Glück, oder? Jetzt muss einer von beiden wieder zurück zum Start. Naja, nicht ganz. Oh, der legt sich gleich mit mir an, oder? Na, dann schauen wir mal. Nächstes Minispiel. Wo du das siehst, kommt dir eine Idee für einen Modus in Smash Bros. Das war schon wieder das Hüpfspiel. Ich hoffe, es gibt andere als nur das Hüpfen. Das wäre sonst ein bisschen eintönig. Gab's doch eh, ne? In Smash Bros. 4. War nicht so der Renner.
Ich hätte gerne, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, das ist so ein bisschen unterm Radar durchgeflogen der meisten, verständlicherweise auch. Aber es kam so ein Free-to-Play Kirby Brawler für die Switch raus. Da hat man einen Kirby, wählt sich eine von verschiedenen Klassen und dann kämpft man immer online zu viert gegen irgendwelche Bosse und levelt dann seine Kirbys hoch und kann die dann upgraden, die neue Fähigkeiten beibringen, besseres Equipment kaufen und lauter so Sachen. So ein bisschen Rollenspielelemente, ganz nett eigentlich. Und das hätte ich gern in Smash Brothers, so eine Art Adventure-Modus, wo man einfach so seinen Charakter wählt und den dann hochleveln, verbessern kann, ausbaut und dann so ein Bosskampf nach dem anderen. Gerne auch von mir aus online und dann halt quasi mit Spezialisierungen, mit Updates, mit ganz vielen Viechern, verschiedenen Bossen, die nach und nach auch hinzugefügt werden, neue. Das fände ich cool. Das wäre ein Smash Brothers Modus, der mir gefallen würde. Also im Grunde das Kirby-Spiel, nur dass ich statt verschiedener Kirbys, also verschiedene Kirby-Ausstattungen, die Smash Brothers Kämpfer nehmen kann. Das wär's. Ich glaube, wir spielen das jetzt fertig. Das ist vielleicht ein bisschen... Es ist nicht das actionreichste Spiel. Aber ich würde gern sehen, ob es noch andere Minispiele gibt, außer dieses Sackhüpfen. Und ich würde gern sehen, wo das Spiel noch hinführt. Oh nein. Ach so, aber jetzt darf ich nochmal würfeln, oder? Yeah! Das war quasi die beste mögliche... Die 1 war jetzt gerade das bestmögliche Würfelergebnis. Oh oh, außer vielleicht... Oh nein, come on. Oh, ist doch gemein. Everyone Party. Jetzt geht's los hier. Jetzt bin ich gespannt. Get your popcorn here. Hm? Pop the most popcorn. Einfach nur so schnell wie es geht X drücken, oder? Okay, kann ich. Irgendwie. Ach so. Ja, rechnet den Durchschnitt. Ah, oh, 39 pro Sekunde. Da war ich schon mal besser. Früher in Mario Party habe ich über 40 pro Sekunde geschafft. Tut mir der Ellbogen aber weh. Vom schnell drücken. Der Trick ist bei mir, den ganzen Unterarm und die Hand anspannen und quasi zittern. So drücke ich super schnell. Super duper super schnell. Ah nein, jetzt landen wir schon wieder im Wasser. Ach nee, weil jetzt haben wir einen Schirm bekommen. Einen wasserabweisenden Schirm. Wie die meisten Schirme. Außer vielleicht Sonnenschirme. Cool. Das sieht noch sehr lange aus. Na, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Vielleicht ist es da hinten ums Eck schon vorbei. Wer weiß. Ja, und ich würfel lauter Sechser. Und wir 0, nix da. Party! Okay. Was jetzt? Ich hoffe nicht wieder Popcorn Pop. Mein Arm tut mir weh. Nein! Oh, was ist jetzt? X, okay, ich verstehe. Glaube ich. Moment, welche Kanone bin ich denn? Ah, ich verstehe. Das ist gemein. Wenn man so eine mittlere Kanone ist, ist das wirklich gemein. Nein, jetzt kriege ich auch noch 5 Minuspunkte. Was soll ich denn wissen, dass man keine Bomben abschießen darf? Die sind doch nur aus Pappmaché oder so. Ah, voll.
voll verloren. Minus einen Punkt habe ich geschafft. Na, super. Ach so, und dann gibt man das, was man an Punkten... Ah, ja, jetzt verstehe ich das. Das ist gar keine blöde Idee. Dass man die Punkte in so Partyspielen quasi geht, als hätte man sie gewürfelt. Why not? Kann man machen. Finde ich. Kann man machen. Okay. Da vorne zum Drachen müssen wir. Ja, hinterm Drachen rum, dann sind wir schon beim Schloss. Wenn ich so würfel wie jetzt, dann wird das aber nichts mehr. Leider. Felix, danke für die ganzen Cheers, Bits und so weiter. Die Cheers, die Bits und alles, was dazugehört. Da freut sich auch das Spiel. Ah, schon wieder Kanonenspiel. Aber diesmal weiß ich, wie es funktioniert. Und los. Mist. Yeah. Und zwar sowas von. Eine 8. Ach so, ich gehe aber nicht 8, ich gehe nur 4. Ich verstehe die Regeln von diesem Spiel nicht. Hat das Spiel überhaupt Regeln? Ich weiß es nicht. Ich überlege wirklich, ob ich nicht nachher durchmache, weil ich um 7 wieder raus muss. Ansonsten komme ich morgen nur um 4 Stunden zum Zocken. Also jetzt quasi durchmachen. Final Fantasy 7 spielen bis 7, wo du eigentlich aufstehen müsstest. Ist halt schon immer krass. Musst du noch irgendwas anderes machen außer Dialyse? Musst du noch arbeiten oder irgendwas? Weil dann würde ich es mir echt gut überlegen. Aber wenn du nach der Dialyse pennen kannst oder vielleicht sogar währenddessen, geht das theoretisch? Dann mach das. Dann würde ich sagen, ja. Mein Segen hättest du dann. So, jetzt hoffen wir, dass wir an den Drachen vorbeikommen. Nein, wir kommen nicht an den Drachen vorbei. Was passiert jetzt? Lawine, Feuer. Feuer. Kriegen wir jetzt wenigstens einen Feuerschutz. Ja, fireproof. Na dann, beim nächsten Mal kommen wir sicher durch. Ich überlege jetzt auch, die Merlin und ich gucken jetzt momentan gerade alle Marvel-Filme am Stück durch. Alle Marvel-Filme, außer den neuen Spider-Man-Film, den gibt es nicht bei Disney Plus. Da haben wir Probe-Abo gerade. Versuchen alle durchzugucken, so lang. Ich habe nur ein paar von denen gesehen und fand manche ganz nett und manche nicht gut. Also manche fand ich sogar gut, wirklich, aber manche fand ich dafür nicht so gut. Aber jetzt, wenn man alle so am Stück sieht, dann ist das irgendwie schon ziemlich cool, weil es wirklich so eine schöne, durchgehende Story ist mit ganz vielen Referenzen zueinander und so. Das ist schon ganz nett. Stop the light in your zone. Okay. Oh. Auf jeden Fall fehlen uns jetzt nur noch 2 Filme, dann sind wir nämlich durch. Ich krieg das nicht hin, ey. Ja, haha, von wegen. Und wie ich das hinkrieg. Cooler Soundtrack. Mist. Leider nichts geworden. Währenddessen ist durchaus möglich, nur nicht so erholsam. Ja, das glaube ich, weil das Liegen nicht so bequem ist. Nach
der Elyse wollte ich weiterzocken. Und um 21 Uhr bin ich im Discord zum Star Trek 2 schauen verabredet. Hm. Das ist schwierig. Dann musst du wohl während Star Trek 2 schlafen. Eine andere Möglichkeit bleibt dir nicht wahrscheinlich. Mal eine dumme Frage. Tut schon eine Dialyse eigentlich weh? Beziehungsweise ist das unangenehm? Das ist eine gute Frage. Das würde mich auch interessieren. Das sehr unangenehm ist. Wahrscheinlich ist das Schlimmste dran, dass man halt einfach an diesem Ort bleiben muss und nicht weg kann. Kann ich mir vorstellen. Genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit den Marvel-Filmen. Jetzt fehlt uns noch Captain Marvel und Endgame. Dann sind wir durch, soweit. Aber jetzt überlege ich schon, ob wir nicht vielleicht statt Marvel-Filme gucken, Final Fantasy VII kaufen und dann gemeinsam spielen. Aber dauert wahrscheinlich ein bisschen das Spiel, ne? Auch wenn es nur der Anfang des Originalspiels ist, soll man ja schon so laut ersten Stimmen 30 Stunden und länger beschäftigt sein, wenigstens. Tja, muss ich mir überlegen. Hallo, As, wie geht's? Oder Asibo vielleicht? Man weiß es nicht. 30 bis 40 Stunden, sagen die meisten. Ja, genau. Oh, Battle, ich habe nicht gesehen, was ich machen muss. Beyblade! Ich verstehe. Yeah! Ich bin der Kreiselmeister. Okay, gleich haben wir es hinter uns. Das ist zu negativ. So negativ wollte ich das gar nicht ausdrücken. Oh nein, ich bin bei irgendeiner alten Frau gelandet. Ich hoffe, dass die jetzt nicht irgendwie Blödsinn macht. Oder zählt das gar nicht, wenn man nicht würfelt, sondern durch Gewinnen eines Matches dahin kommt. Ich finde die Idee ganz nett, dass man nur einmal von diesen ganzen Hazards quasi in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Und dann ist man geschützt dagegen. Ah, come on. Das wollte ich haben. Nicht die Bombe, nicht die Bombe. Yes. Irgendwie finde ich den Soundtrack hier echt witzig. Ah, ich treffe nichts mehr. Ja, voll gewonnen und wie. Tut es eigentlich nicht, nur das Stechen der großen Nadel. Wenn man viel Wasser aus dem Körper holen muss, kann es zu Muskelkrämpfen kommen. Oh, komm, das ist unangenehm. Wenn sie nicht richtig gemacht wird, kann es wehtun. Na gut. Ultimate Pool. Na, da bin ich mal gespannt, wie Ultimate das ist. Game Mode, Free Play. Game Trial, Free Play, 8 Ball. Los geht's. Schauen wir mal. Ah ja. Aim, fine tune your shot. Hit Q Power, strike the ball. Oh, das wollte ich nicht. Ich will weiterspielen, bitte. Okay. Ah ja, ich verstehe. Das ist cool. Piau! Na dann.
Okay, gelbe Kugel oben ins Eck. Ah, schade. Beinahe. Aber jetzt. Wenn das jetzt Freeplay ist, gibt es irgendwelche Regeln oder ist das im Grunde hauptsächlich eine Physiksimulation? Ach, das gibt's doch nicht. Orange Kugel? Willst du mich hier verarschen? Also wirklich. Jetzt geht die nicht ins Loch. Ich glaube, die spinnt. Na, also. Mensch. So, ich hau jetzt einfach die da voll in die anderen. Oh! Das habe ich nicht erwartet. Ich bin ein ziemlich guter Billardspieler. Soll ich die der richtigen Reihenfolge nach reinhauen? Mal versuchen. Versuchen wir mal die gelbe in die Tasche zu spielen. So, und jetzt passt auf. Jetzt spiele ich. Nee, mache ich nicht. Ich stoß die jetzt hier so an, dass die dahin rollt. Genau das wollte ich. Perfekt. Weil jetzt werde ich die hier so anspielen, dass die da oben liegen bleibt, bei der schwarzen und so. Weil jetzt, und jetzt kommt, jetzt kann ich nämlich die grüne nehmen und die gelbe so hinspielen, dass ich die jetzt wunderschön nahe... Also das war jetzt aber... Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Die Physik in dem Spiel ist verbuggt. Das kann ja nicht sein. Unverschämtheit. Auf einmal ist da eine unsichtbare Kante. Sag mir Bescheid, wenn die Musik irgendwie zu laut ist oder so, weil die Spiele sind teilweise sehr unterschiedlich laut. Da ist es für mich schwierig einzuschätzen. Ach, ich krieg die gelbe nie rein so. Doch, wartet mal, jetzt. Jetzt mache ich einen super Trickshot. Wir machen das jetzt über die Bande hier. Hua! Ja, ich wollte die halbe gelbe. Ich habe vielleicht das nicht klar ausgedrückt. Nicht die ganze, sondern die halbe gelbe. Das war der Plan. Ganz genau so, wie es jetzt gerade passiert ist. Wenn das Absicht gewesen wäre, wäre das der genialste Trickshot ever gewesen. Verdammt. Naja. What? Die Physik ist wirklich ein bisschen komisch. Das soll keine Ausrede sein. Aber es ist wirklich ein bisschen komisch, wie sich die Kugeln teilweise verhalten. So, jetzt pass auf. Die 1 haben wir. Wo ist die 2? Na warte, 2. Die holen wir uns. Ja. Und jetzt die genau da, wo ich sie haben wollte. Dammit. Aber jetzt ist sie genau da, wo ich sie haben wollte. Ja! Das war gerade ein Freudenschrei. Ich weiß nicht, warum ich mich wie ein Uhu mit Sprachfehler angehört habe. Die rote! Das wäre fast sogar wirklich... Ich werde immer besser. Ich werde immer besser. Jetzt passt auf. Das war Absicht. Ich wollte, dass sich die rote Kugel in falscher Sicherheit wiegt, damit ich jetzt die schwarze auf die lilane schieße, damit die lilane die rote reinschiebt. Es wäre so cool gewesen, wenn das funktioniert hätte. Na gut. Okay. Das gibt es doch nicht. Kannst du dich demnächst zum Turnier anmelden? Ja, das ist der Plan. Aber jetzt, hier, Augenmaß. Oh, war das knapp. Oh, das war gut. Die blaue liegt jetzt perfekt, aber die will ich noch nicht. Erst will ich die rote. Okay, Achtung. Lila, rot. Und drin ist sie, die weiße Kugel. Genau wie geplant. Ich komm nicht zu der roten hin. Die rote hat, glaube ich, eine Art Anti-Anstoß-Kraftfeld um sich entwickelt. Das gibt's manchmal. Das kommt vor beim Billard. So.
Das ist eigentlich gar nicht schlecht jetzt hier so. Ich hätte echt gern, ich hätte gern so eine Rückansicht. Ich finde das von oben. Au, ja. Hohoho. Doppelt. Super Deluxe. Dingsy. So, die Lilane ist jetzt dran. Jetzt passt auf. Das wird gut. Yeah. Jetzt aber. So, okay. Sehr schön. Schade. Aber immerhin habe ich die grüne berührt. Mit einer anderen Kugel. Ja. Wow. Jetzt aber. So, jetzt räumen wir auf. Jetzt kommt die 7. Ich mache die einfach alle der Reihe nach. Und manche auch nicht so. Aber ja. Schade. Das wäre beinahe gut gegangen sogar. Ich weiß nicht genau, was ich da mache eigentlich. What? Das war jetzt aber sehr, sehr komisch wieder, was hier passiert ist. Oh Mann, ey. Ausgezeichnet. Jetzt kommt die schwarze 8. Kommt ja eigentlich zum Schluss, ne? Nicht bei uns. Final Fantasy 7 ab Dienstag als Streamspiel machen. Ha, das stimmt. Aber Dienstag ist noch... Der nächste Dienstag ist Patreon-Stream. Da müsste ich eine neue Abstimmung machen, weil eigentlich haben wir noch ein paar Indie-Spiele vom 24-Stunden-Stream übrig, die abgearbeitet werden müssten. Dafür wurde ja abgestimmt beim letzten Mal. Aber ich meine, ich könnte jetzt am Wochenende wirklich anlässlich des Final Fantasy 7 Releases eine neue Abstimmung machen. Mal. Das stimmt. Ich habe keinen Bock mehr auf Ultimate Pool. Ich finde, das ist nicht so Ultimate. Ich finde, das ist eher so, auch wenn ich mich hier über Spiele eventuell mal lustig mache oder die irgendwie nicht so wertschätze, alles hier ist super beeindruckend und echt krass, wie viel Arbeit in diese Spiele fließt und so weiter. Ich weiß, das durchaus zu würdigen. Aber es ist nicht Ultimate Pool. Es sollte Pretty Good Dream Pool heißen. Von mir ist sogar Awesome Pool, aber nicht Ultimate. Genauso wie übrigens Smash Bros. Ultimate nicht Ultimate ist. Weil es gibt Features, die in Ultimate nicht vorhanden sind, die es in Vorgängern gab. Und ich finde, wenn sich was Ultimate nennt, dann muss es ultimativ sein und alles beinhalten, was es jemals gab und was sich jemals irgendwer wünschen würde. Ja, endlich! So, jetzt kommt die halbe rote, dann die halbe lilane, dann können wir heimgehen. Schade. Das heißt ja nur wegen der Charaktere Ultimate. Ja, ich meine, das stimmt. Das sind alle Charaktere, die jemals drin waren und noch viel mehr drin. Das ist natürlich schon ziemlich cool, das stimmt. Das hätte ich auch nie gedacht. Als da im Trailer gezeigt wurde, also als das revealed wurde, dass alle da sind. Und man hat so nach und nach die Charaktere gesehen. Und dann wurde Snake auf einmal wieder gezeigt. Das fand ich schon sehr cool. Hätte ich nie im Leben gedacht, dass Snake nochmal in einem Smash Brothers vorkommt. Und dann so der Text, die Einblendung. All are here. Oder irgendwie sowas ähnliches. Und ich so, pretty awesome. Ja, das sieht jetzt aber sehr gut aus, wie die liegt hier. Die müssen wir jetzt nur hier so ein bisschen anpuffen. Ich mach mal vielleicht absichtlich nicht volle Power. Ah, schön. Wie elegant. So, die letzte. Volle Power! Wenn die jetzt reingegangen wäre, wäre das so cool gewesen. So sieht's eher schwierig aus, ne? Das sieht eher schlecht aus. Ich spiele mal nur ganz leicht, damit ich mir die weiße Kugel zurechtlege. Ah, das war vielleicht ein bisschen zu leicht. Machen wir nochmal. Ah, das war wieder zu stark. Verdammt.
Aber sie liegt besser als vorher zumindest. Jetzt kann ich vielleicht sogar hier ein bisschen mal an Dädchen. Yeah. Ultimate Pool durchgespielt. Sehr gut.